Twitch hat vor einigen Wochen neue Nutzungsbedingungen angekündigt, die dazu führen, dass die Top-Streamer weniger Geld verdienen. Und jetzt herrscht große Aufregung und Frustration und Wut auf Twitch. Digga, was ist euer Problem? In diesem Video schauen wir uns mal genau an, um wie viel Geld wir hier eigentlich reden. Das heißt, wie viel Geld verdienen eigentlich deutsche Streamer durch die neue Vergütungsform auf Twitch? Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und Twitch, ja, die größte Streaming-Plattform der Welt, hat unterschiedliche Abo-Möglichkeiten. Das einfachste ist, wenn du das mit Twitch Prime machst, das ist Amazon Prime und Twitch, also Twitch gehört zu Amazon, da kannst du das nutzen und deinen Streamer abonnieren und der kriegt dann eine finanzielle Beteiligung von Twitch. Und das ist grundsätzlich 50-50 aufgeteilt. Das heißt, der Streamer bekommt grundsätzlich 50% von den Einnahmen. Große Streamer hatten häufig aber einen individuellen Deal. Und zwar ganz häufig ein 70-30-Deal. Das heißt, da hat der Streamer 70% der Einnahmen bekommen und die Plattform, also Twitch, hat 30% genommen. Das ist übrigens auch genau die Aufteilung, wie sie zum Beispiel bei YouTube ist. Das heißt, wenn du vor diesem Video Werbung gesehen hast, dann bekommen wir davon 70% von den Einnahmen und YouTube nimmt sich 30%. Und jetzt hat Twitch angekündigt, dass sie diese Regelung ändern. Und zwar will Twitch jetzt hin zu einer 50-50-Regelung. Und zwar für alle. Für die kleinen Streamer war das schon immer der Fall. Und jetzt soll das Ganze auch für die großen gelten. Oder um es genauer zu sagen, das gilt ab 100.000 Euro pro Jahr. Umsatz auf der Plattform. Alle neuen Verträge sind übrigens von vornherein 50-50. Das heißt, wenn du jetzt neu anfängst auf dieser Plattform, hast du gar keine Chance mehr, irgendwo 70% von den Einnahmen abzubekommen. Die würden uns damit einen riesen Gefallen tun. Stattdessen sagen sie, Dankeschön, dass du bei uns so viel streamst. Und als Dankeschön, dass du bei uns so viel streamst, wenn du die über 100.000 jetzt verdienst, kriegst du nicht mehr 70% ab. Wir finden es so korrekt, dass du so reinhasselst, du kriegst nur noch 50%. Ist das nicht ein fairer Deal? Ach, du willst das nicht? Egal, wir machen es trotzdem. Das ist Twitch. Was in diesem Zusammenhang übrigens ganz interessant ist, ist, dass das die Preise sind, wenn du Twitch über den Browser bedienst. Wenn du die iPhone-App oder die Android-App nutzt, dann kostet das Ganze ein bisschen mehr. Zum Beispiel Tier 1 Sub kostet dann nicht 3,99 €, sondern 4,49 €. Doch dieses Geld wandert tatsächlich weder zum Streamer noch zu Twitch, sondern dieses Geld nimmt sich Apple bzw. Google. Was viele Leute gar nicht so genau wissen, bei allen Transaktionen in Games, in Dating-Apps, in Twitch, in YouTube, Donations in dem Stream und so weiter. Von allem nimmt sich Apple 30%. Das gleiche macht ähnlich Google bei Android. Das heißt, wenn du eine App benutzt auf deinem Smartphone, dann wandert der erste Betrag erstmal zu Apple oder zu Google und dann wandert das Geld erstmal zu Twitch und Twitch macht dann da 50-50. Deswegen, wenn du sparen möchtest bei deinen Subscriptions und den Streamer tatsächlich auch ein bisschen mehr Geld zukommen lassen möchtest, würde ich dir immer empfehlen, dass du deine Subs über den Browser abschließt. Diese Apple- bzw. Google-Gebühren sind aber auch nicht die einzigen Gebühren, die eventuell, ich würde mal sagen, auf dem Weg des Geldes hin zum Streamer verloren gehen. Da gibt es nämlich noch einige weitere Parteien, die unter Umständen einen kleineren oder größeren Anteil vorher wegnehmen. So kann das zum Beispiel sein, dass du Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer bezahlst. Kommt jeweils darauf an, wo du deinen Wohnsitz hast und so weiter. Aber eventuell gehen da Mehrwertsteuer weg. Dann kann es immer sein, wenn du zum Beispiel auf der US-Plattform bist und in Dollar bezahlst, dann gibt es eventuell Währungsdifferenzen. Und das kann auch schon mal dazu führen, dass am Ende vielleicht weniger Geld ankommt, wenn da irgendwo Währung hin und her gerechnet werden müssen. Und wenn du zum Beispiel mit PayPal bezahlst, dann nimmt sich PayPal halt auch einen kleinen Betrag davon für das Ausführen der Transaktion. Und dann ist das Geld halt irgendwann bei Twitch, dann wird das aufgeteilt nach 50-50 oder 70-30 oder wie auch immer. Und dann nimmt Twitch aber auch tatsächlich noch eine Auszahlungsgebühr. Das heißt, wenn du dein Geld als Streamer hast bei Twitch und du möchtest das auszahlen lassen, wird dann tatsächlich auch nochmal Geld abgezogen für die Auszahlung. Das ist so die gesamte Kostenseite. Aber es gibt auch mehrere Möglichkeiten, auf Twitch tatsächlich Umsätze zu machen oder, ich würde mal sagen, mehr Geld zu machen als die reinen Subscription-Umsätze. So haben Nutzer zum Beispiel die Möglichkeit, auf Twitch halt auch Donations abzugeben, Bits zu kaufen und so weiter. Und es wird Werbung eingeblendet. Also Streamer können Werbung einblenden, aber zum Teil blendet Twitch auch selbst Werbung ein und dann werden die Streamer an den Werbeeinnahmen beteiligt. Und das hat Twitch vor einiger Zeit tatsächlich auch verändert. Das heißt, die Streamer bekommen jetzt ein wenig mehr von der Werbung ab. Und gleichzeitig haben sie die Abokosten ein bisschen reduziert. Das Belohnungsprogramm, ich will es euch nicht vorenthalten. Oh Gott, average 5.500 Zuschauer im Monat, das Belohnungsprogramm, ey. Das Belohnungsprogramm, es belohnt mich unnormal. Es belohnt mich unnormal. Oh Gott sei Dank gibt es das Belohnungsprogramm. Und der Grund, warum Twitch das macht, ist, weil Twitch so ein bisschen in einem Zwiespalt ist. Weil wenn du
jemanden abonnierst auf Twitch, dann siehst du diese Streams quasi zu einem Pauschalpreis. Und dann wird keine Werbung mehr eingeblendet. Und das klingt erstmal super. Das ist quasi ein festes Einkommen, auch für Twitch und für den Streamer. Das Problem ist, Twitch kann dann die Umsätze nicht mehr steigern. Das ist wie so ein Abo, aber Twitch möchte ja laufend wachsen im Umsatz. Und ja, ein Abo ist halt ein fester Preis. Das heißt, da ist Wachstum denn nicht mehr möglich. Oder das Wachstum pro Nutzer. Man spricht da ganz häufig von Average Revenue per User, APU. Das ist so ein normaler Begriff. Und da fand ich das ziemlich interessant, wenn man mal andere Social-Media-Plattformen vergleicht. Ich habe da so eine nette Grafik gefunden, die blende ich gleich einmal ein. Aber vielleicht, bevor ich sie dir zeige, einfach mal deine Einschätzung. Was glaubst du, verdient Instagram pro Monat pro Nutzer? Also wie viel wärst du eigentlich bereit, für Instagram zu bezahlen? Und ich habe diese Frage jetzt auch in der Vorbereitung zu dem Video mal ein paar Leute gestellt, die ich so aus meinem persönlichen Umfeld kenne. Und die Antwort war ganz häufig, nee, das nutze ich denn halt nicht mehr. Oder es war halt so, ja, 1 Euro oder 10 Euro im Jahr, vielleicht auch mal 20 oder 30 Euro im Jahr. Aber hättest du gedacht, dass Instagram pro Nutzer pro Monat 16,71 Euro bezahlt? Das ist wahnsinnig viel. Und ehrlicherweise sind da die ganzen Bot und Spam und Fake-Accounts auch mit eingerechnet. Das heißt, Instagram verdient pro Nutzer pro Monat 16,71 Euro. Ist damit nicht mehr Spitzenreiter, weil Facebook unglaubliche 16,75 Euro pro Nutzer pro Monat bezahlt. Und das finde ich ganz schön krass, denn viele Leute wären niemals bereit, so viel Geld für diese Dienste auszugeben. Und Twitch hat jetzt ein Problem. Wenn du nämlich auf der Plattform bist, weil du nur einen einzigen Streamer folgst und du guckst quasi nur diesen Streamer oder diese Streamerin und dann abonnierst du diesen Streamer. Das heißt, du zahlst jetzt 3,99 Euro. Da landet vielleicht nach Steuern und PayPal-Gebühren und so weiter 3,50 Euro tatsächlich bei Twitch. Und davon muss Twitch jetzt auch noch die Hälfte abgeben. Das heißt, Twitch verdient pro Monat an dir nur noch 1,75 Euro. Und das Problem ist, diesen Umsatz, der kann nicht groß gesteigert werden, weil du ein Abo hast. Gesteigert werden kann der Umsatz pro Nutzer in der Regel nur per Werbung. Weil die Werbung auf so einem Social-Media-Kanal funktioniert in der Regel in einer Auktionsform. Das heißt, wenn ganz viel Nachfrage nach den Werbeplätzen ist, also die Nachfrage höher ist, dann steigen die Preise. Und so können Social-Media-Plattformen über eine längere Zeit den Umsatz pro Nutzer konstant steigern. Und das kann Twitch nicht. Und deswegen sieht man bei vielen strategischen Entscheidungen von Twitch in den letzten Monaten und in den letzten Jahren, dass Twitch immer mehr hinschiften möchte zu werbebasiert. Weil damit können sie auch nachhaltig die Umsätze pro Nutzer steigern. Das können sie mit diesen Subs nicht so richtig. Und das ist auch der Grund, warum sie das Ganze immer mehr in diese Richtung schieben. Und das ist auch der Hintergedanke, warum Twitch solche Regeln wie zum Beispiel jetzt die neue Vergütungsform einführt. Aber es ist auch einfach, also es ist so ein bisschen eklig. Das riecht so ein bisschen so nach Amazon. Die wollen noch mehr Geld mit Twitch machen, noch mehr Geld aus den Viewern und auch aus den Streamern rausbringen. Das ist so ein bisschen, hat so einen faden Beigeschmack. Doch schauen wir uns jetzt einfach mal den Kohleanteil an. Wie viel Geld verlieren Streamer in Deutschland eigentlich durch diese neue Vergütungsregel? Für diejenigen, die betroffen sind, wollten wir dafür Sorge tragen, dass die Auswirkungen so gering wie möglich sind. Ich sag euch übrigens gleich, wie gering diese Auswirkung auf mich ist. Ich werde es gleich sagen, wie gering diese Auswirkung auf mich ist. Nicht der Rede wert, Digga. Nicht der Rede wert. Und ich habe mir dafür die Top 50 Streamer nach Subscription in Deutschland Stand heute, Aufnahmetag, Anfang März 2023 angeschaut und habe angeguckt, wie viel Geld verdienen die gerade eigentlich mit Subscription. Wie gesagt, das ist grob gerundet, weil ich nicht weiß, wie viel Apple, Google, PayPal-Gebühren abgehen. Ich weiß aber auch nicht, wie viel Donations gegeben werden, wie viel Bits verschenkt werden und so weiter. Das heißt, es ist wirklich eine grobe Schätzung, die am Ende aber gar nicht so unrealistisch sein wird, weil sich viele der Schätzungen am Ende auch aufheben werden. Und da habe ich mir die Top 50 Streamer in Deutschland angeschaut und davon sind tatsächlich fast alle betroffen. Das heißt, nahezu alle Top 50 Streamer in Deutschland verlieren durch diese neue Regelung Geld. Es gibt einen internationalen Marketing-Experten, der hat geschätzt, dass weltweit nur ungefähr 500 Streamer betroffen sind und deswegen gesagt, naja, er versteht die ganze Aufregung nicht so richtig, warum sich Leute das beschweren, weil die Leute, die Geld verdienen, sind ja, die sowieso ganz viel verdienen. Ob das so genau hinhaut, das schauen wir uns mal im Detail an, aber erstmal gucken wir uns die Liste an. Das ist ehrlicherweise in der Recherche ziemlich viel Arbeit gewesen, deswegen habe ich sie dir auch unten einfach mal in der Videobeschreibung verlinkt und wir wechseln einfach mal auf dieses Sheet und hier sehen wir auf Platz 1 in Deutschland liegt gerade Elias N97 und auf Platz 2 Gronkh. Elias hat aktuell aktive Subscriber
38.016. Und hier sehen wir, welche Art das jeweils sind. Also gut 20.000 Prime-Subs, dann haben wir Tier-1-Subs in Höhe von ungefähr 12.000, dann hat er Tier-2-Subs 17 und Tier-3-Subs 12. Und was ich dann gemacht habe, also hier scrollen wir einmal runter, da habe ich die ganzen Top 50 Streamer einmal aufgelistet. Dann habe ich ausgerechnet, wie viel Umsatz macht eigentlich die Plattform Twitch mit diesen Streamern. Ich habe hier zur Vereinfachung einfach angenommen, dass Prime Subs auch 3,99 Euro beisteuern. Das stimmt ehrlicherweise nicht 100%ig, weil Prime Sub ist halt inklusive bei Amazon Prime, aber Amazon Prime kostet auch Geld. Ich weiß jetzt aber natürlich nicht, was die Amazon Prime Nutzer sonst noch von Prime nutzen, ob sie Prime Video nutzen, ob sie kostenlosen Versand nutzen und so weiter. Aber ganz am Ende beim Streamer kommt bei einem Twitch Prime Sub genauso viel an wie bei einem Tier 1 Sub. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass das zumindest der generierte Umsatz ist und Twitch intern wird genauso rechnen. Und da sehen wir, dass Umsatz pro Monat durch Elias generiert wird. Also, das ist der Umsatz von Twitch. Ganz, ganz wichtig. Diese Spalte ist der Umsatz von Twitch, nicht von den Streamern. Aber Elias N97 bringt Twitch pro Monat 128.000 Euro. Das ist das Geld, was Twitch mit Elias einnimmt pro Monat. Und das sind pro Jahr, das sehen wir hier in der nächsten Spalte, über 1,5 Millionen Euro. Das heißt, Elias macht für Twitch 1,5 Millionen Euro Umsatz und davon bekommt er, ich kenne jeden einzelnen Vertrag nicht, ich bin jetzt hier von 70% ausgegangen, bei Elias kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass er so einen Vertrag hat. Elias bekommt also davon 1,079 Millionen Euro ab. Pro Jahr. Das ist das aktuell hochgerechnet. Ich weiß natürlich, dass das Ganze schwankt. Das heißt, es kann auch noch mehr werden oder weniger werden, je nachdem, wie die nächsten Monate bei Elias laufen, wie aktiv er ist und so weiter. Ich bin jetzt einfach zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen und habe das auf ein Jahr hochgerechnet, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel Geld würde er unter Umständen durch diese neue Regelung verlieren. Oder die ist ja beschlossen. Also wie viel Geld wird er verlieren, wenn das genau so läuft das ganze Jahr, wie es jetzt gerade läuft. Das heißt, aktuell bekommt er ungefähr 1,1 Millionen Euro pro Jahr ausgezahlt von Twitch. Ich habe übrigens schon mal auf die Einnahmen von Elias reagiert. Das Video verlinke ich dir oben rechts einmal. Wenn du wissen möchtest, wie viel Geld Elias mit Twitch verdient, also was er geteilt hat im letzten Jahr, also im Jahr 2022 und was er sonst an Geld verdient hat, dann schau unbedingt mal in dem Video vorbei, was ich oben rechts verlinke. Und dann in der nächsten Spalte habe ich quasi die neue Regelung angenommen. Und dann würde er nach der neuen Regelung 799.000 Euro verdienen. Das ist schon mal erheblich weniger und die Differenz habe ich natürlich auch ausgerechnet. Elias selbst würde nach der neuen Vergütungsstruktur von Twitch pro Jahr 279.000 Euro weniger bekommen. Das sind, und das steht in der nächsten Spalte, 25,9% weniger als nach der alten Vergütung. Und jetzt mag man vielleicht sagen, naja, ich nehme auch gern 800.000 Euro und ob ich nun 1,1 Millionen oder 800.000 Euro auf dem Konto habe, ich bin mit beidem fein. Ja, okay, das ist allerdings kein Angestellter und das ist kein Gehalt. Das ist das Umsatz eines Unternehmens. Er wird Mitarbeiter haben, die ihm helfen im Backoffice, bei der Recherche, beim Schnitt, bei der Verbreitung, für Partnerschaften und so weiter. Das heißt, das sind Umsätze. Und das ist ehrlicherweise ziemlich krass, wenn da dein Geschäftspartner hingeht und dir einfach mal knallhart mehr als ein Viertel deines Umsatzes kürzt und dich auch nicht vor die Wahl stellt. Ich meine, Twitch ist in dem Bereich ein Monopol. Ist jetzt nicht so, dass Elias morgen woanders hingehen kann und da das Gleiche generieren würde. Das heißt, er ist in gewisser Weise auf dieser Plattform gefangen. Und das betrifft natürlich jetzt nicht nur Elias, das ist bei allen, die da stehen, genau so. Und das ist der Grund, Kieskauer, warum ich der Meinung bin, dass Konkurrenz Twitch guttun würde, weil sie so eine Moves nur machen können, weil es keine Konkurrenz gibt. Deswegen sollte Twitch Konkurrenz bekommen, weil sie ein Monopol sind und Monopole nehmen sich zu viel raus. Und das ist tatsächlich ein riesengroßes Problem. Stell dir einfach mal vor, dein Chef kommt morgen zu dir und kürzt dir einfach dein Gehalt um 25%. Vielleicht sagst du, naja, mein Gehalt ist ja eh ausreichend. Naja, aber die Kostenstruktur wächst ja mit. Und bei denen sind das Mitarbeiter, das sind Unternehmen. Das ist ganz schön krass. So, damit wir das mal klarstellen. Für die Leute, die wieder gesagt haben, ja, ab 100.000 heult nicht rum. Ich heul nicht rum, Digga. Ich sag euch was, Chat. Ich bin ganz ehrlich zu euch. Und ich lieb euch als Community und ihr liebt mich hoffentlich auch. Und ich kann zu euch ganz ehrlich sagen, niemand von euch, egal wie viel er verdient, würde sagen, 20% weniger verdienen oder 30% weniger verdienen, finde ich geil, nehme ich mit. Macht ja irgendwie auch keinen Sinn. So, ihr geht zur Arbeit, wie jeden Tag, und auf einmal sagt euch der Chef, ja, 20% weniger Gehalt, weil ich will mir mehr in die Tasche stecken. Da sagt ihr euch auch, hä, Bruder, bist du doof? Wir können uns gerne ein paar andere Beispiele anschauen. Ein Gronkh,
Der hat zu erwarten, dass er 260.000 Euro weniger Umsatz macht mit der neuen Struktur. Papa Platte kann mit ungefähr 75.000 Euro weniger rechnen. Elotrix mit 66.000 Euro. Montana Black mit 62.000 Euro. Trimax steht hier mit 38.000 Euro. Mickey TV mit 32.900, Reefed mit 34.000 Euro und so weiter. Das heißt, durch die Bank weg, wenn wir hier mal runterscrollen durch die Top 50, verlieren alle Streamer in Deutschland Geld. Außer Platz 49, und zwar aus dem einfachen Grund, weil das aktuell unter 100.000 Euro liegt. Das heißt, da wird pro Jahr 99.280,36 Euro verdient. Das heißt, da liegt es gerade unter 100.000 Euro. Deswegen greift die neue Vergütungsstruktur noch nicht, weil die neue Vergütungsstruktur sieht nur vor, dass es ab 100.000 Euro einen 50-50-Split gibt. Das heißt, nur Platz 49 verliert kein Geld. Alle anderen verlieren Geld. Und noch einen wichtigen Punkt oder einen Gedankengang. Das Problem hier so ein bisschen ist, dass die Skalierung unattraktiver wird. Es gibt ein paar Streamer, die riesengroße Events auf Twitch veranstalten. Zum Beispiel gehört Knossi dazu. Oder aber auch Trimax macht immer wieder große Events. Das heißt, investieren viel, viel Geld, um wirklich hochqualitativ irgendwie was auf die Beine zu stellen und krasse Streams zu haben am Ende. Herzlich willkommen zum Internetereignis des Jahres. Sido, was wird passieren hier? Angeln? Und gerade diese großen Events, die sich am Ende auch deswegen lohnen, weil dann viele Leute Subscriber werden und darüber Geld reinkommen, die werden deutlich unattraktiver. Wenn sie das Geld aber nehmen würden und auch in coole Projekte rein investieren, dann machst du diesen hier bei Twitch? Hallo? Moin, Twitch. Wir haben hier ein riesiges Box-Event geplant. Ich bin's, der Trimax und der Mickey. Kosten sind so 1 Million Euro. Ein riesen Event. Wir können international durchstarten. Heftigstes Event aller Zeiten. Habt ihr Bock, damit am Start zu sein? Als Sponsor, wir würden das dann auf Twitch streamen. Herr Trimax und Herr Mickey, wir sind da am Start. Wir würden großzügigerweise 20.000 Euro dazu beisteuern. Und dann fragt man sich halt, ey, Bitch, please, dafür bezahle ich nicht mal das Catering. Was soll ich damit, Digga? Wo soll ich die anderen 980.000 hernehmen, hä? Und bei so Großprojekten ist es sowieso immer wahnsinnig schwer, irgendwie kostendeckend zu arbeiten, Partner finden und so weiter. Und da muss man schon sagen, da verlieren diese Streamer, vor allem diejenigen, die an solchen Riesenprojekten mitwirken, einfach 20% von den Einnahmen. Das heißt, die Incentivierung von der Plattform Twitch geht ganz wesentlich runter und dann wird das Ganze ehrlicherweise sehr, sehr schwierig. Und meine Annahme ist, dass solche großen Dinge in Zukunft nicht mehr auf Twitch stattfinden. Das sieht man auch vor allem bei Trimax-Events, die in erster Linie so auf Join laufen beispielsweise. Natürlich würde ich es am liebsten, am geilsten finden, wenn wir Teammates, Fußball-Events, Fight Night auf Twitch stattfinden lassen. Hier habe ich 3,1 Millionen Follower, das ist die Plattform. Und immer wieder wurde gesagt, hey, macht euer Projekt erstmal, wenn das Projekt geil ist, gibt es in Zukunft Geld und dann gab es in Zukunft immer wieder kein Geld. Also es ist mies. Es ist mies, in welche Richtung sich Twitch entwickelt. Das finde ich sehr schade. Und ehrlicherweise sehe ich da auch keinen Weg, wie das in Zukunft auf Twitch laufen wird, weil das Ganze wird immer unattraktiver im Laufe der Zeit. Das ist ja ein Fakt, den ihr ja gerade alle mitbekommt. Die ganzen heftigen Events, die Money, Money, Money kosten, wo finden die statt? Richtig, nicht mehr auf Twitch. Und das liegt nicht daran, weil die Streamer keinen Bock haben, es nicht auf Twitch zu streamen. Das liegt daran, dass Twitch nicht bereit ist, nicht mal die Hälfte der Kosten von so einem Event zu übernehmen. Im Umkehrschluss nehmen sie sich aber von allem, was man verdient als großer Streamer, anstatt jetzt 70%, 50%. Und vielleicht noch einen Gedanken zu der Äußerung von Devin Nash. Die Leute sollen sich nicht so anstellen, das sind ja eh die Top-Verdiener. Ja, schon. Das Geld kommt allerdings nicht von den Streamern. Also nicht die Streamer zahlen Twitch, sondern die Zuschauer. Und eigentlich ist die Betrachtungsweise, wie viel Streamer betrifft es, vollkommen falsch. Weil die Streamer sorgen ja dafür, dass die Leute auf die Plattform Twitch kommen und die Zuschauer bezahlen. Bei Einführung der 50-50 aufteilen wollen wir der Tatsache Rechnung tragen, dass Streamer und Twitch gleichermaßen zum gemeinsamen Erfolg beitragen? Okay, Twitch. Wie tragt ihr zum gemeinsamen Erfolg der Plattform bei, wenn der Streamer nicht live ist? Wenn der Streamer nicht streamt? Das heißt, die eigentliche richtige Betrachtungsweise ist, wie viel Prozent der Nutzer, also der Zuschauer, der zahlenden Zuschauer, werden durch die Top 500 Streamer angelockt. Und da wird der Prozentsatz sehr, sehr, sehr viel größer sein. Das heißt, der prozentuale Anteil der Zuschauer, der wegen diesen 500 Streamern auf der Plattform ist, der ist deutlich viel größer als der Prozentsatz der Streamer, die betroffen sind. Und das ist die entscheidende Kennzahl. Und ehrlicherweise, das ist schwer zu schätzen, wie viel das ist. Allerdings kann das Ganze zum riesengroßen Nachteil werden, wenn Streamer sich bewusst dafür entscheiden, eventuell nicht mehr auf Twitch zu sein oder eventuell
eventuell nicht mehr exklusiv auf Twitch zu sein und da nicht mehr die originären, hochwertigen Streams zu machen, sondern das woanders machen. Dann könnte Twitch tatsächlich sehr, sehr viel mehr verlieren als diese 500 Streamer. Ich glaube, egal ob es YouTube ist oder Google oder Amazon oder Twitch, das juckt die alle nicht. Wir sind einfach nur kleine Fische. Ich hoffe, du fandest diesen Einblick in diese Zahlen genauso spannend, wie ich sie fand. Und wenn du dazu noch Fragen hast oder eine Meinung hast oder Kritik hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich gehe gerne drauf ein oder helfe dir gerne weiter. Und ja, wenn du die Zahlen mal im Detail anschauen möchtest, dann findest du das Ganze in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du zufälligerweise selbstständig bist, zum Beispiel als Streamer und du suchst einen Steuerberater, dann sind wir vielleicht der richtige Steuerberater für dich, weil wir spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige sind und wir betreuen tatsächlich einige Content-Creator und Streamer und helfen dir deswegen auch ganz gerne bei deiner Buchhaltung und deiner Steuererklärung. Wie wir das genau machen, das erfährst du, wenn du einmal hier klickst oder du schaust dir einfach erstmal weitere Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Wichtig ist, dass euch das Spaß macht, was ihr tut. Denkt nicht an das Geld und jemand wie ich oder in meiner Größe, der braucht sich nicht beschweren. Wir waren in Goldgräberzeiten auf dieser Plattform und ihr habt es möglich gemacht, dass wir dieses Leben führen.